Das Ägäische Meer. Eine riesige Flotte gleitet durch die Wellen. Eine Flotte, wie sie noch niemand gesehen hat. Kein Sterblicher und kein Gott. An Bord ist die größte Streitmacht, die je aufgeboten wurde. Das Heer der Griechen. Hier sind die gefürchtetsten Krieger versammelt und die Könige aus ganz Griechenland. Achilles, Odysseus, Agamemnon, Menelaos und sogar der alte Nestor. Die Schilde glitzern in der Sonne. Man hört den schrecklichen Schlachtenlärm schon förmlich. Diese ungeheure Armee hält Kurs auf Troja, die Stadt mit den hohen Mauern. Troja, die Stadt des Königs Priamos, verteidigt von seinen beiden Söhnen Hektor und Paris. Paris, mit dem alles angefangen hat. Die Stimme des Zeus lässt den Olymp erzittern. Schrecklich, ohrenbetäubend hallt sie über den Sitz der Götter. Zeus will wissen, wer verantwortlich ist für diesen Weltenbrand. Als oberster Gott gebietet Zeus über alle, die da sind und die da waren. Einst hat er Götter, die sich gegen ihn erhoben, in einem grausamen, Jahre andauernden Kampf vernichtet. Alle, die sich für schlauer hielten als er, wurden in den Tartaros verbannt, in die tiefsten Tiefen der Unterwelt. Was er sich am meisten wünscht, ist Friede. Friede unter den Menschen wie unter den Göttern. Zeus hat alle Götter des Olymp einberufen. 12 an der Zahl. Poseidon, seinen älteren Bruder, der über die Meere und Ozeane herrscht. Hades, den Jüngsten, den Gebieter der Unterwelt. Seinen Sohn Apollon, den Gott des Lichts. Seine Tochter Athena, die Göttin der List und der Vernunft. Seine Söhne Ares und Hermes, den Kriegsgott und den Gott der Reisenden. Und Aphrodite, die Schaumgeborene, Göttin der Liebe und der Lust. Alle haben Zeus den Treueeid geleistet. Alle fürchten seinen Zorn. Alle wollen ihm seine Macht streitig machen. Zeus ist wütend. Er schüttelt die Ägis, die furchterregende Waffe, aus der es donnert und blitzt und die Sterbliche wie Unsterbliche in Angst und Schrecken versetzt. Prüfend mustert er jeden der Götter. Er will wissen, wer Urheber dieses Chaos ist, das unvermeidlich über die Erde hereinbrechen wird. Doch alle schweigen und schlagen die Augen nieder. Mit einem Mal zeigt Hera, die Gattin des Zeus, mit dem Finger auf Aphrodite. Sie ist schuld. Sie ist es, die die Tragödie ausgelöst hat, die sich da zusammenbraut. Sie allein. Sie allein.
Die anderen Göttinnen, denen Aphrodite schon lange ein Dorn im Auge ist, bestätigen das. Seit jeher hegen sie eine Abneigung gegen die Göttin, die zur Untreue anstiftet, die die einen um ihre Liebe und die anderen vor Leidenschaft um den Verstand bringt. Und sie sind eifersüchtig auf ihre allzu vollkommenen Formen. Schon einmal hat Aphrodite im Olymp für Aufruhr gesorgt. Sie hatte den Kriegsgott Ares verführt. Vor den Augen ihres gesetzlich angetrauten Gatten Hephaistos. In Flagranti wurde sie in einem goldenen Netz gefangen und vom Olymp verbannt. Doch sie schwor sich eines Tages für diese Kränkung zu rächen. Ja, Aphrodite hat diesen Krieg entfacht. Alles begann schon vor einiger Zeit, als Paris, der Sohn des Königs von Troja, eines Tages eine seiner zahlreichen Herden auf die Weiden des Berges Ida führte. Dort begegneten ihm drei Frauen. Alle drei von atemberaubender Schönheit. Doch welche von ihnen ist die schönste? Genau das fragen sie den jungen Paris. Er soll entscheiden. Paris ist überwältigt, vor allem aber verwirrt. Er ist nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen. Was er nicht weiß, dass es sich bei den drei Frauen um die Göttinnen Hera, Athena und Aphrodite handelt. Und dass am Vorabend Eris, die Göttin der Zwietracht, bei einem Festmahl der Götter uneingeladen hereingeplatzt war und einen Apfel auf den Tisch geworfen hatte. Einen goldenen Apfel. Mit einer seltsamen Aufschrift. Der schönsten. Natürlich richteten sich alle Augen auf Aphrodite, denn niemand konnte sich vorstellen, dass es Rivalinnen für die strahlende Schönheit der Liebesgöttin geben könnte. Schon wollte Aphrodite aufstehen, als sich zwei weitere Göttinnen erhoben, um nach dem Apfel zu greifen. Hera, die Schwester und Gattin von Zeus, eine kühle, aber blendende Schönheit. Und seine Tochter Athena, so ehrfurchtgebietend wie strahlend schön. Aphrodite, Hera, Athena. Welche dieser drei Göttinnen wird zur schönsten gekürt? Der Herrscher des Olymp, Zeus, wird nach seiner Meinung gefragt. Ist er mit seinen zahllosen Eroberungen nicht Experte?
Die Liste derer, die seinem Charme oder seinen Zaubertricks erlegen sind, ist lang. Aber Zeus will nicht entscheiden. Er kennt das widerspenstige Temperament und die gegenseitige Abneigung der Göttin. Er will sich klug heraushalten und nicht Partei ergreifen. Ein vollkommen Unparteiischer möge das Urteil sprechen. Und warum nicht ein Sterblicher? Er wählt den, der als der Sterbliche mit dem reinsten Herzen gilt, den größten Idealisten unter den Menschen. Paris, Prinz von Troja, Sohn des Priamos und der Hekabe. Der goldene Apfel, der für die Götter zum Zankapfel wurde, soll also in die unschuldige Hand eines einfachen Sterblichen gelegt werden. Hera mustert Paris und spricht: Paris, kürst du mich zur Schönsten, werde ich dir ein Königreich schenken, wie es kein Sterblicher je besessen hat. Und du allein sollst darüber herrschen. Du sollst der größte König werden, den die Erde je gesehen hat. Paris ist begeistert und will schon Hera ernennen. Da meldet sich Athena zu Wort. Paris, kürst du mich zur Schönsten, werde ich dich im Kampf auf ewig unbesiegbar machen. Kein Schwert wird dich verwunden, kein Speer dich durchbohren. Deine Feinde werden deinen Namen fürchten und immer wird der Sieg dein sein. Du wirst der größte Held, den die Erde je gekannt hat. Paris ist davon sehr angetan und will nun Athena den Apfel geben. Da sagt Aphrodite mit verführerischer Stimme zu ihm: Paris, kürst du mich zur Schönsten, dann gebe ich dir die Hand der schönsten Frau unter den Sterblichen. Du wirst der größte Liebende, der je auf Erden wandelte. Und ohne zu zögern überreicht Paris Aphrodite den Apfel. Aphrodite löst ihren Gürtel. Es ist ein Gürtel mit magischen Kräften, der jeden, der ihn trägt, unwiderstehlich macht. Sie schenkt ihn Paris. Einige Zeit später schickt König Priamos seinen Sohn Paris mit einer Mission zum König von Sparta, dem mächtigen Menelaos. Paris nimmt ein Schiff und erreicht die griechische Stadt. Aber ein Schatten folgt ihm, der Schatten Aphrodites. In Sparta heißt Menelaos Paris herzlich und respektvoll willkommen, wie es einem Prinzen gebührt. Er lädt ihn an seine Tafel, serviert ihm die exquisitesten Gerichte und die besten Weine Griechenlands. An Menelaos Seite ist seine Frau. Sie heißt Helena. Helena von Sparta.
Von allen sterblichen Frauen, die die Erde je gesehen hat, ist sie die schönste. Und die begehrteste. Fürsten aus allen Städten warben um ihre Hand. Ihr Vater, Tyndareos, aber gab sie Menelaos und ließ alle anderen Freier schwören, ihr und ihrem Gatten zu Hilfe zu kommen, egal was passiert. Ahnungslos verkündet Menelaos, er müsse Sparta für einige Tage verlassen. Ihm ist nichts aufgefallen. Die feurigen Blicke zwischen Helena und Paris hat er nicht bemerkt. Der magische Gürtel Aphrodites hat seine Wirkung getan. Noch am Abend der Abreise des Menelaos bestürmt Paris Helena, alles hinter sich zu lassen und ihm in seine Heimat zu folgen, nach Troja, um dort seine Frau zu werden. Helena leistet keinen Widerstand. Sie ist ebenso verzaubert wie Paris. In ihrer Unbekümmertheit und Leidenschaft füreinander vergessen die Liebenden alles andere. An die schrecklichen Konsequenzen ihrer Verbindung denken sie keine Sekunde lang. Als Menelaos zurückkehrt, sucht er nach seiner Gattin. In allen Zimmern, in jedem Winkel des Gartens, in den Höfen seines Palastes sucht er sie. Vergeblich. Er befragt seine Diener, er droht. Niemand wagt es, ihm die Wahrheit zu sagen. Schließlich gesteht eine alte Dienerin, dass die schöne Helena mit dem jungen Prinzen, den er so liebenswürdig empfangen hatte, auf und davon ist. Der König von Sparta lässt seiner Wut freien Lauf. Eine derartige Kränkung darf nicht ungestraft bleiben. Sofort bricht Menelaos auf nach Mykene. Dort herrscht der angesehenste König Griechenlands. Sein Bruder Agamemnon, der König der Könige. Agamemnon ist es mit Gewalt und List gelungen, alle griechischen Städte zu unterwerfen. Sie alle schworen ihm den Treueeid und sind ihm tributpflichtig. Alle außer Troja. Menelaos schildert seinem Bruder, was vorgefallen ist. Eine Demütigung durch den Trojaner. Er fordert Vergeltung. Man müsse ein Heer aufstellen, gegen Paris in den Krieg ziehen und Helena zurückholen. Agamemnon hört Menelaos aufmerksam zu. Aber er zögert. Sicher, sein Bruder ist beleidigt worden, aber er hält ihn auch für einen schwachen Fürsten, hat er doch seine Gattin nicht halten können. Er ist zum Gespött aller anderen griechischen Fürsten geworden. Das ist natürlich eine Beleidigung. Andererseits, Troja ist mächtig. Es heißt, sie sei die reichste, die opulenteste aller Städte der Welt. Sie kontrolliert den Zugang zum Orient mit seinen märchenhaften Reichtümern. Die Versuchung, die Stadt einzunehmen, ist groß. Aber ihre Mauern sind unüberwindbar. Man sagt, die Götter Apollon und Poseidon persönlich haben sie errichtet und niemand könne sie je bezwingen. Um die Angelegenheit zu bereinigen, sollte es reichen, eine Gesandtschaft nach Troja zu senden, dort Wiedergutmachung zu fordern und Helena zurückzubringen. Der König der Könige schüttelt den Kopf. Es ist spät geworden.
Er wird darüber nachdenken. Zeus hat Hera aufmerksam zugehört. Sie gibt allein Aphrodite mit ihren Zaubereien die Schuld an dem Krieg. Er aber glaubt das nur zum Teil. Er kennt Agamemnon. Er ist ein weiser König. Ja, eine einfache Gesandtschaft zu König Priamos hätte gereicht, um diesen Krieg zu verhindern. Setzt man denn tausende Männer auf tausenden von Schiffen allein deshalb in Bewegung, um einen gehörnten Ehemann zu rächen? Wegen einer einzigen Frau? Und sei es die Allerschönste. In dem Blick, den Zeus auf Hera und Athena ruhen lässt, keimt der Funke eines Verdachts auf. Kein Zweifel. Aphrodite hat ihre Zauberkraft genutzt, um den goldenen Apfel zu bekommen. Aber Hera und Athena haben die Kränkung, die Demütigung, vom jungen Prinzen nicht erwählt worden zu sein, sicherlich nicht verziehen. Aber wie konnten sie Agamemnon dazu bringen, in den Krieg zu ziehen? Es ist Nacht geworden um den Palast des Agamemnon. Unsichtbar für die Augen der Sterblichen wendet sich Hera an Athena. Sollen wir zulassen, dass ein Sterblicher Göttinnen demütigt? Sollen wir zulassen, dass Aphrodite uns derart verhöhnt? Auch Athena schäumt vor Wut. Auch sie will diese Schmach rächen, will sich rächen an dem Mann, der sie beging. Und an dem Gott, der nichts getan hat, um sie zu verhindern, Zeus, fügt Hera hinzu. Und die Göttinnen schwören, zwischen Griechen und Trojanern soll finsterster Hass herrschen, bis Paris eines qualvollen Todes stirbt. Athena beugt sich über Agamemnon und flüstert ihm ins Ohr. Träume von Troja, Agamemnon. Die einzige Stadt, die Widerstand leistet. Die einzige Stadt, die dir die Stirn bietet. Ohne Troja ist das Reich, das du geschaffen hast, nichts wert. Höre auf mich, Agamemnon. Ich bin Botin des Zeus. Er befiehlt dir, alle Griechen zu den Waffen zu rufen. Die Zeit ist gekommen, sich der großen Stadt der Trojaner zu bemächtigen. Diese Eroberung wird der Gipfel deines Ruhmes sein. Die Götter des Olymp sind einer Meinung. Alle beugen sich der Bitte Heras. Nimm Troja ein und zerstöre jede ihrer Mauern. So wirst du in die Geschichte eingehen. Bei Tagesanbruch hat der König von Mykene seine Entscheidung getroffen. Die Menelaos zugefügte Schmach sei eine Beleidigung ganz Griechenlands. Dieses Unrecht müsse ohne Verzug wiedergutgemacht werden. Man trommle ein Heer zusammen, das mächtigste aller Heere. Es werde die Meere überwinden, Troja zerstören und Helena wieder ihrem legitimen Gemahl zuführen. Reihenweise folgen die Könige Griechenlands dem Aufruf ihres Herrschers. Aus allen Städten kommen sie, bereit zur Schlacht. Alle bis auf zwei. Zwei Männer, vom Schicksal ausersehen, dieser Geschichte die entscheidende Wendung zu geben. Achilles und Odysseus.